Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Heute wieder sozusagen zurück in alter Frische. Klar, die Lage hat sich nach wie vor nicht beruhigt, die Lage ist immer noch nach wie vor ernst. Aber trotzdem hoffe ich natürlich das Beste, dass sich das Ganze hoffentlich endlich wieder beruhigt und ja, dass Menschen einfach die richtigen Entscheidungen treffen. Trotz alledem muss man natürlich auch ganz klar sagen, die Welt muss weitergehen und damit natürlich auch mein YouTube-Channel muss weitergehen. Und viele haben mir zum Beispiel gestern auf Discord geschrieben, dass sie sich wünschen würden, dass ich jetzt natürlich wieder normal mit den Videos weitermache. Den Wunsch erfülle ich euch auf jeden Fall, weil sie auch meinten so, yo, alles schön und gut. Du hast mit dem gestrigen Tag auf das aufmerksam gemacht und danke Leute nochmal für das fette positive Feedback, was ich auf das gestrige Video bekommen habe. Und aber trotzdem meinten diese Leute, yo, es muss einfach ganz normal weitergehen und es ist auch eine sehr, sehr gute Ablenkung, um sich quasi nicht den ganzen Tag nur mit Problemen zu beschäftigen, sondern halt auch wirklich mal wieder ein bisschen Spaß zumindest für einen Moment zu haben. Und deswegen geht es heute sozusagen wieder in alter Frische richtig los. Und Leute, ich muss euch gleich mal was gestehen. Ich habe was ausprobiert, wo ich selber nicht genau weiß, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ich habe eine Runde gespielt. Und ich habe eine super weirde Waffenkombination gespielt, also zwei Waffen, also gut, die eine davon spiele ich relativ häufig, aber die andere zum Beispiel gar nicht und ich würde sie auf keinen Fall normalerweise in Kombination spielen und dazu kam noch, dass ich eine Legende spiele, die ich normalerweise auch nicht in Pubs auspacke. Die Rede ist von Gibraltar. Und es ist einfach so eine weirde Dreierkonstellation gewesen, wo ich aber in Retrospektive echt sagen muss, ich hätte nicht gedacht, dass diese Dreierkonstellation, also diese zwei Waffen kombiniert mit dieser Legende, tatsächlich so stark sein können. Gucken wir rein. Let's go. Ach ja, Kings Canyon. Kings Canyon ist schon schön. Leute, was haltet ihr eigentlich von der aktuellen Dreier-Map-Rotation? Findet ihr das gut, dass alle drei Maps drin sind? Hättet ihr euch vielleicht sogar vier Maps gewünscht, also World's Edge auch noch mit dabei? Schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblingsmap in Apex ist. Das würde mich mal voll interessieren. Und ich glaube, ist bei uns was gelandet? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Okay, ne, hört sich ziemlich still an. Alright, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass hier nichts ist. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten werde ich gleich eine böse Überraschung überleben. Überleben vor allem. Erleben. Wir haben hier echt geilen Stuff, muss ich sagen. Kann man sich nicht beklagen. Gut, Wingman. Die werde ich früher oder später wahrscheinlich loswerden. Weil, ja, es Gibraltar fühle ich die Wingman irgendwie nicht so. Die Wingman ist so eine schnelle Waffe für, ich sag mal, Movement-Legenden. Irgendwie fühle ich sie zumindest in der Position. Und, ja, für so einen Gibraltar ist mir die Waffe fast schon zu schnell. Das klingt jetzt richtig böse, aber ich meine das wirklich so. Deswegen, ja, lassen wir mal lieber die Finger davon. Ich hoffe, dass ich irgendeine geile Ersatzwaffe finde. Am besten vielleicht irgendeine schwere, vielleicht eine Hemlock oder so. Soll ich mal eine Hemlock spielen? Und hier, what the hell, was ist denn da gerade passiert? Okay, da gab es eine fette Explosion, da müssen wir mal hingucken. Aber, wait, war hier links nicht? Ja, genau. Oh, eine goldene Prowler. Okay, dann, ja, dann nehme ich die. Das ist interessant. Ich komme sofort. Bitte nicht draufgehen. Jo, goldene Prowler spiele ich normalerweise nie. Ich probiere die jetzt einfach mal ein bisschen. Okay, nice. Einer ist down. Ah, alright, alright. Ja, er muss vor dem Stein hinterher. Okay, das ging, ja, das ging ziemlich flott. Da kann man nichts sagen. Das war chillig. Okay, das könnte interessant werden. Ich glaube, ich bleibe die Runde Real Talk, weil ich habe jetzt schon auch ein goldenes Magazin für die Havoc. Ich glaube, ich bleibe bei Prowler und Havoc. Das ist eine sehr, sehr ungewöhnliche Waffenkombination. Vor allem für mich. Und vor allem noch in Kombination mit Gibraltar. Aber ich habe da jetzt irgendwie Bock drauf. Ich meine, ich habe der Prowler nie so richtig, ja, Aufmerksamkeit geschenkt. Weil ich die einfach irgendwie immer nie so richtig gefühlt habe. Aber jetzt so in Gold will ich sie eigentlich da nicht liegen lassen, ne? Okay, da hinten ist auf jeden Fall das Schiff. Mit dem Loot und, ah, okay. Hier sind Gegner. Alright, dann mischen wir uns doch mal mit ein. Vielleicht können wir ein schönes, schnuckeliges Third Party hinlegen. Oh, die sind durch, ja. Nice. Oh, nein, 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 nein. Okay. Erstens, der Typ spielt Devotion. Zweitens, da ist noch ein Team. Okay, aufpassen, aufpassen. Habe ich gerade Mirage gehört? Ich muss bloß aufpassen, dass der Bloodhound nicht gerest wird. Nicht, dass er auf einmal unsichtbar wird und dann
Ja, wieder lebt. Oh, ist hier noch ein Team? Okay, du bist wenigstens jetzt schon mal raus. Du kannst nicht mehr so leicht gerest werden. Oh, hi. Alter. Ich merke gerade, dass Gibby und Havoc eine extrem starke Kombi ist. Weil ich meine, Gibby frisst 15% weniger Schaden. Wenn du dann scopest, noch weniger. Und die Havoc hat eine unfassbar kranke Time to Kill. Weil die einfach so brutalen Schaden macht. Mehr als gefühlt jedes andere Sturmgewehr. Ich glaube, es ist sogar das stärkste Sturmgewehr. Kann es sein, dass Havoc wirklich die Waffe ist, die den meisten Schaden in einer Sekunde austeilt? Ich glaube schon. Okay. Dann ist es ja eigentlich mega broken, als Gibby den Havoc zu spielen. Das muss ich mir merken, wenn ich mal wieder Gibby spiele oder so. Das ist ja mega krass. Oh nein. Okay, okay, okay. Die stehen da auf dem Berg, ne? Ja, das dachte ich mir fast. So, nehmt meinen Luftangriff. Schauen wir mal, wie sie damit umgehen. Vielleicht ein bisschen zu weit hinten platziert. Ja. Aber egal, das kriegen wir schon. Komm schon. Die sind nicht schlecht. Die sind absolut nicht schlecht. Die wissen, wie das Game funktioniert. Wo bist du? Hier. Oh, Bro. Alter. Die sind krank, die sind krank. Ich kann nicht helfen. Nein, 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 nein. Okay, ich muss Ruhe bewahren, Ruhe bewahren. Kurz heilen. Das Medikit ziehe ich mir auf jeden Fall durch. Die Lifeline ist genockt, das ist wichtig, weil die kann auf dem schnellsten resen. Und die lebt nicht mehr. Alles klar. Sie kommt. Sie ist unter mir, oder? Ja, sie ist unter mir. Okay. Vielleicht kann ich hier YOLO-mäßig dich resen. Oh nein, das geht so schief, das geht so schief. Als ob, als ob, als ob. Das klappt doch niemals, nein. Okay, und schnell wieder hoch, schnell wieder hoch, schnell wieder hoch. Die wird jetzt safe reinpushen, ne? Hat sie die Lifeline gerest? Da ist ein Sweaty Rave. Auszuschließen eigentlich. Die macht ihr eigenes Ding, denke ich. Hi! Boah, Alter! Prowler aus dem Hipfire. Prowler Hüftfeuer ist einfach gestört. Das ist ja mal so krank. Habt ihr das gerade gesehen, Alter? Die Rafe hat ja so heftige Hits bekommen. Damit hat die selber nicht gerechnet. Okay, ich behalte die goldene Prowler definitiv. Oh mein Gott, hat die gerade richtig rasiert. Krass, 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 krass. Oh, und... Ah, hi. Hallo, Horizon. Wo bist du? Ah, hi. Okay, die sollte schleunig schauen, dass sie wegkommt. Okay, das Team fightet die. Ich blick nicht ganz durch. Aber ich glaube, die Horizon ist ein Solo, kann es sein? Okay, das war wahrscheinlich ihr Mate. Das war eine Watson. Kommt von hinten irgendein Team, schaut nicht so aus, okay. Oh. Ist es Bangalore? Ja, ist ein Bangalore-Luftangriff, okay. Dann chillen wir hier mal ganz kurz. Alter, so eine Gibby-Bubble ist echt sau vorteilhaft. Das ist unglaublich. Oh, der ist übel low. Der ist übel low. Aber der spielt Charge Rifle. Komm schon. Okay, er hat keinen Angle auf mich. Das ist sehr gut. Ich habe bloß noch ein bisschen Schiss um die Horizon. Wo die ist, habe ich keine Ahnung. Egal, komm. Wir pushen da jetzt drauf so ein bisschen. Ja, komm, 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 komm. Peek doch. Aha, dammit. Blöder Winkel. Okay, okay, okay. Rein da. Rein da, rein da, rein da. Ich geh auf die Loba. Wo? Digga. Oh nein. Guck mal meine Leben an. Oh nein, da ist die Horizon. Da ist die Horizon. Bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht. Alter, was geht hier ab? Ja, 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 danke, danke, danke. Oh. Okay. Chillig. Chilliges Ding. Ja gut, ne? Alter, aber ich hab's gesagt, die Horizon wird sich nochmal einmischen. Oder ich hatte zumindest Angst, dass die Horizon sich nochmal einmischen wird. Und genau so war's auch. Okay.
So, ist jetzt noch irgendwer in der Gegend, der Stress will? Dann kommt bitte jetzt her. Onkel Gibby kümmert sich darum. Oh, hier ist ja sogar ein Care Package. Okay. Ja, so eine Spitfire wäre natürlich auch cool. Auch wenn ich mit meiner Waffenkombo gerade echt sehr zufrieden bin. Boah, wenn es das in der Vault ist, würde ich die Prowler wegschmeißen? Ich weiß nicht. Und dann würde ich die Spitty für eine Havoc tauschen? Umgekehrt, eine Havoc? Ja, okay. Ist eh keine. Ja, okay. Solange der Goldhelm da drin ist, kann da keine Spitty mehr drin sein. Okay. Du willst wahrscheinlich ulten. Du kannst schon mal so einen Aufklärungsflug machen, das ist kein Problem. Einfach mal umgucken, ob hier Gegner in der Nähe sind. Aber ich sehe hier aktuell keine. Und hier sind anscheinend auch keine. Okay. Sonst würden sie mir jetzt schon gepinkt worden sein. Oh, Valkyrie ist auch richtig nice. Alright, dann let's go. Hallo? Okay. Sein Game ist gecrashed wahrscheinlich, oder? Sein Game ist gecrashed. Oh, Bruder, nein. Oh, damn it. Also auf jetzt. Nein. Okay. Wir starten die ultimative Gibraltar-Rettungsaktion. Ich komme zur Hilfe. Ja, ich hab's gewusst, das war so klar. Ich habe mir erst gedacht so, hä? Was geht denn jetzt ab? Aber ja, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit bei so einem Manöver. Es kann nur sein, dass das Game gecrashed ist und genau so ist es auch. Okay, ich komme. Onkel Gibraltar eilt zur Hilfe, ich bin sofort da. Mrs. Valkyrie, hallo. Ich werde sie beschützen. Boah, und guck mal an, Alter. Das ist der ultimative Beweis. Oh, hi, willkommen zurück. Chillig. Das war ja mal geil. Das ist der ultimative Beweis. Habt ihr gesehen, wie schnell man unter dem Heat Shield gerest hat? Also, wie schon gesagt, das ist der Mega-Lifehack. Einfach Heat Shield platzieren. Ob du jetzt in der Zone bist oder nicht, ist völlig egal. Und da kannst du im Kampf halt einfach deinen Teammate viel, viel schneller heben als ohne Heat Shield. Klar, du verbrauchst ein Heat Shield, aber ganz ehrlich. Egal, die findest du gefühlt an jeder Ecke. Das ist schon krass und wissen die meisten einfach nicht. Boah, das sieht auch so episch aus, wie der Sand hier runterfließt, ne? Das ist ja so geil. Da gibt es schon schöne Details auf Kings Canyon, muss man einfach sagen. Oh, da drüben kommt noch ein Care Package runter, okay. Versteckt die sich jetzt ernsthaft unter dem Ding? Ja. Okay, das ist Safe Call in Solo. Das muss ein Solo sein, sonst würde es sich nicht so verstecken. Oh, Brown, es ist ein Mirage. Es ist ein Mirage. Ist es dein Ernst? Bist du der Echte? Nee, du bewegst dich zu komisch, um der Echte zu sein. Als ob der jetzt davongekommen ist. Das ist nicht dein Ernst. Oh, Brown, Alter. Und da kann ich natürlich nicht hochklettern. Ja, gut. Hätte man sich auch vielleicht vorher denken können. Das gibt's doch nicht. Wo ist dieser Mirage jetzt hin? Ach, egal. Lassen wir ihn in Ruhe. Früher oder später muss er eh auf uns zulaufen. Und dann wird ihm Onkel Gibby zeigen, wo der Hammer hängt. Oder halt die Axt. Keine Ahnung. So, komm, Speedy. Oh, Kraber. Okay, nee, die kann ich nicht liegen lassen. Für das gebe ich meine Havoc auf. Die Prowler behalte ich, weil die hat mir echt schon... Ja, einige gute Kills in dieser Runde verschafft, aber die Havoc lassen wir mal schön liegen. Und ich würde sagen, wir snacken uns irgendwie den Highground da drüben oder so. Glaube ich, wäre ganz sinnvoll. Ja, let's go. Okay, ich komme, ich bin nicht da. Ah! Rampage. Okay. War das jetzt der Mirage? Ich check gar nichts mehr. Der hatte eine G7. Okay, krass. Krass. Bro. Alter. Oh, damn it, das war dumm. Go. Hinterher da. Oh, die sind ja schon da. Kraber ist so geil. Dankeschön. Alter, okay, das war insane. Und da ist auch gleich das nächste Team. Alles klar, komm, Peak, traut euch doch. Kommt von dem Stein vor. Hier wird's eh nicht versteckt, hier wird gekämpft. Komm, stellt euch der Herausforderung.
Ihr könnt euch da drin eh nicht verstecken. Mein Axter wird euch jetzt Dampf unter dem Hinter machen. Sag ich ja. Oh nein, es ist ein Caustic. Und hier ist noch einer. Das ist der Mirage. Das ist der Mirage. Als ob. Als ob der Mirage sich jetzt einmischt. Bist du der Echte? Okay, 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 okay. Der spielt Devotion. Du musst dich heilen. Ja, besser ist es. So. Alright. Ihr könnt erstmal das Haus nicht verlassen. Ah, okay. Ein Bloodhorn und ein Caustic. Alles klar. Oh, der Mirage macht jetzt schon ein bisschen Panik, ey. Der kann sich halt jederzeit mit einmischen. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Oh. Komm, peek nochmal. Großer Fehler. Rein da, rein da, rein da, rein da. Oh. Oh. Alter, okay, das war clean. Das war ein ultra cleanes Ende. Oh mein Gott, und Alter. Was war das für eine Runde? Erstens, Gibby? Auf Kings Canyon? Mit der goldenen Prowler? Und eine Havoc? Später mit der Kraber? Das war geil. 10 Kills, 2500 Schaden. Das kann sich sehen lassen. Alright, Leute. Also das war irgendwie eine ungewöhnliche Runde. Aber unglaublich geil. Also ganz ehrlich, Leute. Probiert mal die Waffenkombination Prowler und Havoc aus. Das ist im ersten Moment mega weird, aber das ist ultra krass. Das ist wirklich eine sehr, sehr starke Kombination. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Krass. Wild. Ja, war auf jeden Fall ein geiles Video. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst mir unbedingt eine positive Bewertung da. Und wenn ihr weiterhin Bock auf solchen Content habt, dann lasst mir unbedingt ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich alles Gute euch da draußen, an jeden Einzelnen von euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.